Hallo, oder schönen guten Abend. Es ist ja auch schon spät. 0:30 Uhr auf meiner Uhr. Ich habe mich dazu entschlossen, heute Abend nochmal ein Deck zusammenzustellen, Stündchen zu spielen. So, ne? Also je nachdem, wie es läuft. Einfach mal mit ein paar Karten, die ich schon gekriegt habe. Also sprich, wir spielen PvE mit einem PvE-Deck. Gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Also sprich, hier mit solchen Geschichten hier. Na, das steht ja für PvE. Dann habe ich mir noch so ein paar Sachen dazu angezogen. Eigentlich stehe ich ja nicht auf Artefakte und Roboter und auch nicht so auf Blau, aber wir wollen das mal versuchen. Warum nicht, ne? Ja, ist so schön, ist ja nur ein Spiel. Und mal gucken, Gold kriegen wir so oder so. Wollen wir eh noch ein bisschen haben. Also ab geht das Ganze. Wir überspringen diesmal auch nicht Tier 1, damit wir auch ein bisschen was kriegen. Was konnte denn nochmal? Troopers. Dice, you gain two health. Okay. Da. Machen wir doch direkt. Also wie gesagt, ich kenne mich mit dem Deck noch überhaupt gar nicht aus. Ich habe das gerade vor ein paar Minuten zusammengestellt. Also sollte jetzt keine Ausrede sein, aber falls ich Sachen nicht direkt sehe oder vergesse. Also wir versuchen das mal. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte ich das auch immer erst in seiner Runde machen. Ja. Und das nächste ist in ihrer. Aber wie viel braucht der Botshop? 3 und mehr. Okay. Okay, wir kriegen das schon. Hey, cut my skin. Schönen guten Abend. Na, alles gut? Warte mal, ich ziehe dich mal ein bisschen weiter hier rüber, dann sehe ich dich besser. Bisschen krank. Oh, hast du Fieber? Oder hast du Kotzeritis? Oder was geht ab? Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen mein Trost, ne? Dass so wenigstens. Also ich habe ja noch gar nicht so viele Decks. Also ich habe gerade vorhin gesehen, zum Beispiel Blau habe ich relativ wenig. Gibt wenig Karten, von denen ich wirklich vier habe. Von daher, ach so. Nase dicht und bäh. Verstehe, verstehe. Das klingt ja, als würdest du das Wochenende total genießen können.
Wow. Also ich würde gerne mehr draften, aber das kostet ja alles Kohle. Und Zeit. Also es ist ja doch sehr zeitintensiv. Alles echt zeitintensiv. So, wann kann ich das hier denn mal benutzen? Add a Warp Counter, add two Warp Counters. Hier, hallo. It's the start of your turn. Ja, jetzt. Kann das hier gar nicht nutzen. Kennst du das? Warum kann ich das nicht nutzen? Aber dann kannst du doch sicher auch Karten ganz gut, ich sag mal, im Aha so verkaufen, dass du wieder neue Drafts kriegst, oder? Ah, jetzt ist was passiert. Ah. Oh, sehr gut. Ja, Cedu zum Beispiel. Ja, klar, wenn du die mehrfach hast, was willst du auch damit, ne?
Also ich meine, gut, ne, hiermit wirst du auch nicht reich. Aber es geht halt relativ fix, ne? Ist halt nicht so spannend und du kannst halt jederzeit aufhören. Jede Runde ein Leben, du Drops. Ach, das muss ich ja noch in seine. Ah, da muss ich mir noch gewöhnen. Ach, und so ein Drops kostet auch nur 3. Okay. Na, ich kenne das Deck nicht. Acht Stück, ey. Und er hat ein bisschen viel Energie. Naja. Was Mut hat Mut, ne? Wie viel braucht er? 3 oder mehr, okay. 3, 4, okay. Sechs macht mir 8. Warte mal, muss ich hierfür auch noch was ausgeben? Nein. Na dann. Achso, es kommt aber getappt ins Spiel. Na, immerhin. Recht sein. Warum fliegst du?
ich sonst nicht mehr weg. Verdammte Axt. Warte. Schon mal was für gleich. Machen wir jetzt den schon mal weg. Sieht gar nicht so gut aus. Drei und zwei krieg ich wieder, ne? Schade, schade, schade. Das Schiff bräuchte ich. Und es müsste ja gehen. Zwar nicht hiermit. Wir halten durch, wir halten durch. Kannst nicht lassen. Shit, den kann ich nicht blocken. Muss das jetzt sein? Nein, nein, ich habe vergessen, dass ich doch die kleinen Vögelchen haben wollte. Jetzt fehlt mir das Mana. Ach, am Arsch, die Räuber. Ach. Brauche ich zwei oder mehr? Na komm. Gerade machen können. Nicht mehr aufhalten.
Was ein Blödsinn. Das wird knapp. Das wird knapp. Total gar kein Problem. Ach, die Räuber, ey, echt. Ein Mana. Tja, verliere ich. Da schon ein, das machen wir nicht. Da machen wir Restore. Krieg ich mal 100 Gold und dann machen wir das nochmal. Das war Pech. Ein Mana, ein, zwei falsche Entscheidungen. Ich muss lernen. Bei den Artefakten immer das in seinem Zug zu spielen und nicht in meinem. Ah, guck mal, ich hab die Holiday. Hallo. Was auch immer die Holiday gleich kann. Ich bin gespannt. Also blocken kann schon mal keinen. Okay.
Das ist ja jetzt noch nicht so cool. Und ganz ehrlich, nur zwei Mana zu haben, ist auch irgendwie dann nicht so cool. Oh, das ist schon besser. Ach so. Vielleicht doch doof. Weil nehme ich jetzt weg. Ich gewinne das noch. Das ist ja nicht wahr hier. Zwei verkackte Mana. Ja, mach du nur. Ach ja, das sollte ich in diesem. Ah. Wer spielt denn auch sowas? Nein, die sind ja gar nicht schlecht. Ich muss es ja nur lernen. Ich spiele sonst aber mit Orks oder anderen Bösewichten, mit lebenden Kreaturen. Nicht hier so Maschinen. Das geht schon. Jetzt haben wir wenigstens Gleichstand. Langsam wirst du etwas anstrengend, mein Freund. Och, das ist doch nicht wahr. Machen wir jetzt um die Wette schießen oder was? Na, also. Den hier. Sehr schön. Na, du vielleicht nicht. Kannst du wenigstens noch einen blocken? Bevor du stirbst. Hi MacGyver. Schön, dass du da bist. Ich probiere gerade mein neues PvE-Deck. Roboter, Mensch, Maschine, Zwerg, Fass, Ding aus. Ja. Und selbst? Der Cut ist ein bisschen krank, da musst du ein bisschen Rücksicht nehmen. Der hat Schniefnase.
Ja, sind die Menschen ein bisschen zufrieden? Hast du schon ein paar Mal gespielt jetzt? Ja, Karten ist eine gute Idee. Auf jeden Fall auch Ressourcen, ne? Na, die Freibeuter sind krass. Die sind krass. Ja, klar. Aber wenigstens habe ich jetzt die Reihenfolge hier richtig gemacht. Oh Mann! Ja, die sind echt stark, die sind richtig stark. Hör auf den Mann.
Wie viel? Zwei Karten. Das wird ja was. Die sind auch, wenn du die so kaufst, ganz schön teuer, die Freibeuter. Ich lasse keinen 5 Schaden durch. Das will ich nicht. Wie viel gibt es? Zwei, ne? Ja, okay. Zwei Sechs ist schon mal gut. Drei, drei. Haben wir das schon mal? Kannst es nicht lassen, ne? Und die können geblockt werden. So zwei, machst du 3 Schaden, noch so 2 Schaden, okay. Glaube ich an einen neuen oder mache ich den kaputt? Ich glaube kaputt.
Na toll. Sehr schön. Jetzt habe ich Mana und ich brauche es nicht. Sterben. Ja, so langsam wird es eng. Ja, richtig eng. Na gut. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen. Schaffen. Ich hab dir doch gar nichts getan. Nein. Ey, ihr wollt mich doch echt verarschen. Damit werde ich wohl verloren haben. Außer natürlich, ich ziehe diesen unglaublichen VB1321, der unbesiegbar ist, was ja schon mal eine geile Sache ist. Trotzdem haben wir noch eine Figur mehr auf dem Feld. Deswegen ziehen wir jetzt den tektonischen Riesenmobs, den wir aber tatsächlich so einfach jetzt dann doch nicht bezahlen können. Aber nächste Runde. Eine Runde überleben. Schaffen wir. Müssen wir schaffen. Jo, bis dann, Cut. Schlaf schön und erhol dich gut. So, jetzt wollen wir das Ganze mal wenden. Jetzt sieht das Ganze doch schon ganz anders aus. Ganz egal, ob du da so ein Schneckchen hast.
So. Glaube ich nicht. Jetzt hat er mir mit so einer schwulen Karte hier noch zwei Schaden gemacht. Ich habe nicht angegriffen. Weil mich das so verwirrt hat. Macht mir jetzt ein bisschen Sorge, macht's mir schon. So. Ach, danke schön. Dich brauche ich, dich mag ich. Und wie ich dich mag. Boom, noch gewonnen. Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Das war, knapp, würde ich meinen. Sehr knapp. Bisschen zu knapp fast schon. Der hat mir den Arsch gerettet. Kann man auch nicht anders sagen. Ohne sein, oh, ich bin jetzt mal unverwundbar und unwiderstehlich. Hätte ich nicht gewonnen. Macht's denn Spaß, MacGyver? Gefällt dir das Spiel? Hast du Fragen?
Wenn du die Arena durch hast, du kriegst dann halt nur Karten, so gesehen. Und Updates weiß ich nicht, da bin ich der Falsche für. Also ich weiß nicht, wann neue Geschichten kommen. Aber wie gesagt, an einer Stelle würde ich versuchen, dann nochmal einen Draft zu spielen oder so. Also ein Turnier, das ist schon ziemlich cool. Also da kann man schon sehr, sehr viel machen. Neue Decks dann dadurch aufbauen und so. Also gerade auch gegen andere Spieler spielen, dann wirst du merken, das ist doch schon was anderes als hier gegen den NPC. Nee, du musst immer einen kleinen Einsatz bringen, das stimmt schon. Aber es ist nicht Pay to Win quasi. Weil du ja mit dem Draft spielst. Also jeder hat ja quasi gleich viele Chancen, wenn du weißt, was ich meine. Kostenlose Turniere gibt es, glaube ich, derzeit nicht. Nee, aber du müsstest ja eh neue Booster kaufen, sonst hast du ja jetzt dein Standard-Deck. Schlichtweg. Und die Booster kannst du dir ja aber erfarmen. Also du kannst ja hier Gold machen und mit dem Gold kannst du dir Booster kaufen und mit den Boostern kannst du ja ins Turnier gehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist halt das Geschäftsmodell kann ich. Ups, nein, du nicht, nur die zwei. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Aber ja, ich glaube, es gibt auch in Zukunft wird es, glaube ich, Turniere geben, wo jeder daran teilnehmen kann. Also das haben sie ja schon angekündigt gehabt hier mit Stresstests und Co. und große Geschichte. Das geht schon. Es gibt auch eine extra Vereinigung, die machen so ein eben um dieses Pay-to-Win zu verhindern. Da darfst du nur mit, ich glaube, nur mit Commons spielen und mit drei Uncommons oder so. Oder mit Commons, Uncommons und, aber es ist auf jeden Fall irgendwie getaktet. Finde ich auch eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Sie haben extra eine Liga aufgemacht, damit es eben nicht nur darum geht, so, ey, ich habe die coolsten Karten gefarmt und gut ist. Also ich muss sagen, ich habe jetzt 30, 20 Euro, 30, 20 oder 30 Euro investiert. Hatte schon ein paar Turniere, habe auch, du kriegst ja dadurch, dass du die Karten aufmachst,
kriegst du ja wiederum Karten, die ja auch sehr viel wert sind, wenn du Glück hast. Die du dann wieder gegen Platin tauschen kannst, womit du ein ganzes Booster-Pack kriegst. Und, wenn du dich nicht ganz doof anstellst, zum Beispiel beim Schweizer System und einmal gewinnst, kriegst du ja auch wieder Booster. Und dann kannst du mit 10 Euro schon sehr, sehr, sehr viele Karten kriegen. Sag ich mal. Aber ja klar, wenn du gar nicht zahlen willst, also nicht mal das, wird es halt schwer für dich. Ganz klar. Ja, du könntest dir eben mit Gold normale Karten kaufen und die wieder umwandeln in Platin. Also Möglichkeiten gibt's, aber das ist halt alles mit wahnsinnig viel Spiel verbunden. Stimmt. Den mag ich nicht. Und ich habe nur einen Mana. Komm, wenigstens zwei. Oh. Ja klar, und der kriegt doch eine extra Karte. Ah. Ressource mehr und ich kann eine ganze Hand spielen. Das ist doch auch was. Was kannst du noch machen? Ach nein. Ganz uncool. Ganz uncool. Ach, danke. Wer bist du denn? Speed. Oh, das wird eine ganz üble Runde. Das wird eine ganz üble Runde, ich sehe es ja. Das ist schon gut. Das kann man nicht anders sagen. Puh. Meinetwegen auch das. What? Ach so, weil ich die Karte gezogen habe. Oh. Fiese Geschichte. Ja. Okay, ich habe verloren. Was? Schon wieder?
Ja, also und, du solltest auf jeden Fall die Booster im Auktionshaus kaufen. Da kosten sie weniger, auch wenn es nur 25 oder so sind. Aber du brauchst drei Booster. Und dann rechnet sich das schon. Und dann machst du auf jeden Fall das Schweizer System. Und dann kannst du auf jeden Fall dreimal spielen und da lernst du auch viel und da kriegst du auch gute Systeme. Also Draft und dann Schweizer System. Weil dann spielst du auf jeden Fall dreimal. Also gegen drei Gegner jeweils immer. Es gibt zwei Gewinne. Und genau. Also wie gesagt, ich würde es einfach mal machen, um ein Gefühl dazu bekommen, weil das macht echt Laune. Drafts und ui. Da habe ich ja Glück gehabt. Du kannst dir quasi den Draft bei mir bei früheren Aufzeichnungen angucken. Da habe ich einen Draft zum Beispiel gemacht. Oder wenn da keiner ist, bei auf dem YouTube, den Link habe ich ja drin. Also da siehst du von vorne, wie das funktioniert, ne? Dass du mal die einzelnen Karten kriegst und so. Und da habe ich zum Beispiel das letzte Mal auch einen Drachen rausgezogen und so. Und das war schon sehr geil.
Ah, okay, live. Boah, das wird wohl erst nächste Woche was, weil morgen und übermorgen bin ich leider total ausgebucht. Genau. Also ein Paket kaufst du ungefähr für 175. Wenn du es regulär kaufen würdest, würde es halt 200 kaufen, kosten. Und ich habe zum Beispiel den blauen Drachen, das ist der günstigste, der kostet 200, also dafür kriegst du ungefähr 250 Platin derzeit im Auktionshaus. So, und die kannst du dann natürlich verkaufen, wenn du dafür nichts haben willst, ne? Klar. Also wenn dir die Karte nicht wichtig ist. Fehlt mir noch ein Mana, ja. Jetzt hat er verloren. Ja, bin ich auch. Und auf Raid und auf Miteinander spielen und so. Also was sie sich ja vorgenommen haben, ist ja schon echt interessant. So, stirb! Es gibt echt schöne Karten, also auch schöne Mechanismen und so. Das kann man sehen, wie man will. Mir gefällt's. Richtig gut. Das sehr gefällt mir nicht, dass ich gegen den Spacken da verloren habe. Aber der ist auch echt so übel. So, zwei Mana ist schon mal ja, gib ihm noch gleich ein Gift. Ja. Pff. Unwesentlich geil, die Karte.
Unwesentlich geil. Aber was soll's? Kriegen halt alle seine Karten plus. Aber das hast du ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass wenn du manchmal hier gegen den Computer spielst, du so Kombinationen hast, wo du denkst so, was soll das? So wie jetzt hier, dass er immer plus eins überall kriegt. Jetzt natürlich mit Sachen rauskommt, die ich hier 5-3, ne, nach der dritten Runde, wo du natürlich denkst so, wie soll ich das denn machen? Na, und jetzt kommt er nochmal raus und hat 7-3. Ja, das ist schon krass. Jetzt hat er auch noch 5. Ich wollte ihn gerade mit einem angreifen. 9.9, 4, 5. Ist ja nicht so, dass ich nicht blocken müsste. Aber verdammt nochmal, ich muss. Ja, jetzt ein Elfer. Weißt du, da kannst du ja grundsätzlich machen, was du willst. Also mit meinen 3 Mana. Jojo. Ich finde es erstaunlich, dass er mich auch noch mit den 2 angreift. So total Banane eigentlich.
Ich meine, selbst wenn ich mit der 10-10er rauskomme. Ich meine, noch halte ich mich ja, ne? Noch halte ich mich. Greift er mich mit völlig anderen an? Er verwirrt mich. Ah, die sind beide wieder gekommen. Ich hab Glück gehabt. Ach so. Ja. Aber nicht mit mir. Er spielt zu doof. Das heißt, ich werde noch gewinnen. Hat den Braten jetzt auch nicht fett gemacht. Nichts machen. Ah, jetzt so langsam greift er mich mit mehr an. Okay. Keine Ahnung. 5, 4, 14. Nein, jetzt habe ich sogar einen Mana zu wenig. Für den Scheiß hier. Ja, komm, jetzt soll das. Ich habe hier verloren. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Boah, bin ich schlecht mit diesem Deck. Ich sollte eben gleich mal schlafen, ey. Oh, play first. And play without mana. Das ist doch nicht wahr. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Must when a troop deals damage to a champion, the troop gets... Ah, okay. Thank you.
Ich habe schon wieder keine Mana mehr. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. Das krieg ich ja schon wieder, Professor. Ich verstehe es nicht. Problem ist, wenn ich den durchlasse, dann kriegt er ja nochmal plus 1 plus 1. Ach, fuck, ey. Das ist der Gescheiße. Ich weiß es nicht. Ich hätte angreifen sollen. Ich bin gerade einfach nur zu müde. Na, mein. Das ist auch krass, ne? Für 2 Mana gleich plus 2 plus 2. Hatte ich erwähnt, dass ich verloren habe? Ich glaube, oder? Das kann ich mich nicht wirklich aufhalten. Ich bin. Das Deck spiele ich nie wieder, ey. Na gut. Das war's. Ich muss schlafen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streame. Wie gesagt, ihr folgt mir hoffentlich schon. Ansonsten. Sehen wir uns auf jeden Fall. Frühere Aufzeichnungen, guck auf YouTube. Ansonsten immer live dabei sein. Schönen Abend.